Willkommen vor den Empfangsgeräten. Falscher Knopf. Ich bin Mongols Jakob von Frakta. Und ich bin wieder in die Wiedertimper. Our reinforcements have arrived. Ja, wenn wir mal ehrlich sind, wahrscheinlich nur die beiden Reiter wirklich brauchen. Also bis die anderen ran sind. Ist die Bär, glaube ich, geschält, wie man so schön sagt. Wo sind jetzt? Ah, geht doch. Our hidden units have been discovered. One of our units has used all its ammunition. Legionary cavalry! Hyperion cavalry! One of our units has used all its ammunition. Die spanische Reiterei. Durchkehren. Hyperion cavalry! One of our units has used all its ammunition. Claw!
6 ist, glaube ich, fast am Rekord. 0 habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Schön. Freut mich für die 5. Quatsch, 5. für die 9. Commander. At ease, man. Commander. So. Was ist das nächste Ziel? Südlich ist schon gar nichts mehr. Hm. Oder wenn die schon im Süden sind. Ja, warten wir mal ab bis nächste Runde. Wir warten mal ab, wie sich das oben bei Alexandria und Memphis entwickelt, weil irgendwo gammelt da ja noch ein bisschen ptolemäisches Militär rum. Wenn die nicht nach Süden marschieren auf Diospolis, können die beiden Legios eigentlich schon nach Süden dem Nil folgen. Nach Oberägypten, ja, weil Oberägypten ist ähnlich wie in Deutschland, ja, der Oberrhein, ja, Niederrhein, wisst ihr Bescheid? Wohl, weiß euch tatsächlich wieder. Der Oberrhein ist ein Bereich, quasi grob gesagt, Bad Württemberg, Elsass, ja? Und der Niederrhein ist eben in Nordrhein-Westfalen, Niederlande. Dichter eine Mündung ist man im Oberlauf des Flusses, dann ist der Unterlauf, aber Unterrhein und Unterägypten, na gut, Unterägypten ist okay. Gut, man sagt Unterägypten, man sagt nicht Niederägypten. So, das sind die Calviner. Hör doch mal auf, ständig die Leute zu verwunden. Ich brauche doch die Generäle. Ah ja, komm, dann so. Commander. Ja klar sind die inspiriert. Römische Frieden kehrt jetzt ein. Ready for battle. On the move. Finding shelter. Was treiben die denn da? Echt jetzt? At your command. Hm, ist eh wurscht. So. Journey completed. Geben wir etwas Geld aus. Tja, das war's schon mit dem Geld. Wobei, andererseits, blöde Idee. Wobei, andererseits, warte mal, vielleicht brauchen wir da gar kein Geld. Die haben wir schon, brauchen wir nicht, haben wir schon. Haben wir schon, brauchen wir nicht, bla bla bla, brauchen wir auch nicht. Was ist das denn? Ja, haben wir schon. Ja, hat schon wieder erledigt. Ja, dann auf einer Lusitanien.
war. Ready, get to it, men. At your command. Commander, march. And glory. It is, but your back's into the way. We hunt. I want hourly patrols. Commander, make haste, men. Hard on the oars. Yes, you men. That course is blocked. Das hat was von den Kreuzfahrerheere. Die sind nämlich auch aus Süditalien und aus Südfrankreich und aus Italien aufgebrochen in ihrem Weg in das sogenannte Heilige Land. Wenn ihr mal da unten wart, dann wisst ihr, warum ich so genannt sage. Ich sag's mal so. Es gibt eine Menge Gegenden auf der Welt. Die sehen aus, als ob irgendwelche Götter da mal so richtig hingeknutscht hätten. So richtig den Wohlwollen drüber ausgekippt hätten. Ja, so richtig paradiesisch, gesund, grün, lebendig. Ja? Wunderbare Landschaft. Und dann gibt es Gegenden, da hat man Eindruck, da hatten die Götter ihren Arsch hingeplackt. Aber so richtig breit und schwitzig. Gut, ich will jetzt sagen, dass das sogenannte Heilige Land so ein Gebiet ist, wo er aussieht, als ob ein Gott seinen Arsch drauf gedrückt hätte. Aber wenn es da ziemlich vielen Leuten ungefähr so geht, war es eigentlich nicht irgendeine Schuld irgendwelche imaginärer Götter ist, sondern einfach der Mensch gemacht, weil die sich halt gegenseitig hasse. Die sich gegenseitig nichts Gutes gönne. Aber ich sag's immer so, das ist nicht das Heilige Land geworden, weil es dort schön ist, das ist das Heilige Land geworden, weil da die Sonne brennt und ein Haufen Nachtkappe in ungeschützt in der Sonne rumlaufe, früher oder später irgendwas sehe, was dann auch kein Verwunder, das nennt sich nicht Dehydration, das ist nie gut für das menschliche Gehirn, weil der Mensch besteht zum Großteil aus Wasser und unser Gehirn braucht ziemlich viel davon. Wenn man zu wenig Wasser hat, aber ziemlich viel Hitze aufs Dach, ist ungesund, ja, weiß eigentlich jeder, früher oder später, spätestens am ersten Festival im Hochsommer. Dann sieht man halt komische Dinge. Daraus entstehen dann oft Religionen. Besonderweise sind Religionen, die im Hitzegürtel der Erde entstanden sind und Religionen, die eher in kalten Gegenden entstanden sind, oft sehr unterschiedlich. Die Religionen, die in der Hitze entstehen, sind oft sehr, wir machen alle andere platt. Und die Religionen, die eher in kalten Gegenden entstanden sind, sind eher, lasst uns Sex haben, Bier saufen und im Warmen aufhalten. Mir ist ja persönlich extrem schleierhaft, wieso sich die Hitzereligion durchgesetzt hat. Am international weit geht. Das muss ja, das zeigt ja, also das wirft ein extrem schlechtes Licht ja eigentlich auf unsere Vorfahren. Das oder auf extrem gute Marketingkampagnen von diesen Hitzereligionen. So, aber jetzt wollen wir nicht weiter uns lustig machen über irgendwelche eingebildeten Gottheiten, sondern wir wollen Krieg führen. Und so, alles erledigt. Setz mal Cut, kommt gleich wieder, Stürmer Alexandria. Darauf freue ich mich schon. Bis gleich. Tschüss.